Was motiviert all diese Jahre, all diese Jahrzehnte, der Arbeit nachzukommen? Was motiviert? Alles. Wenn man morgens aufsteht, runtergeht und es sieht den schönen Betrieb, macht Spaß. Vergangene Woche verstarb die Seniorchefin der berühmten Konditorei Zauner in Bad Ischl im 90. Lebensjahr. Mit 23 Jahren besuchte Gerdi Zauner das erste Mal Bad Ischl und lernte dort 10 Jahre später den verwitweten Chef der Konditorei Zauner, Richard Kurt, kennen. Wenige Monate später gab sie ihm in der Ischler Pfarrkirche St. Nikolaus das Jawort. Nach nur 9 Jahren Ehe verstarb Richard Kurt 1971. Von diesem Zeitpunkt an führte Gerdi die traditionsreiche Konditorei alleine. 1982 änderte sie ihren Namen auf Zauner. Sie wurde zur Ikone und zur Institution, sagte Josef Püringer bei ihrem Begräbnis. Frau Zauner zu heißen, war zum Ehrentitel geworden. Der damalige Lehrling Josef Ferner wurde für sie im Haus nach und nach ein immer wichtigerer Partner, sodass ihn die kinderlos gebliebene Hildegard Zauner adoptierte, um den Namen Zauner zu erhalten. Für Gerdi Zauner war die Konditorei ihr Lebensmittelpunkt. Wichtig waren für sie aber auch ein Herz für Tiere zu haben und vor allem auch soziale Anliegen. Hildegard Zauner wurde vergangene Woche unter großer Anteilnahme in Bad Ischl zu Grabe getragen. Vor ca. 613.600 Stunden erblickte sie das Licht der Welt. Mein Gast heute beim Sommergespräch, Frau Gerdi Zauner. Große Feierlichkeiten gab es in der letzten Woche anlässlich ihres 70. Geburtstags. Ja, es war also eine Wahnsinnsüberraschung, das muss ich schon sagen. Und ich war so gerührt über diese ganze Zusammenstellung. Ich hatte ja keine Ahnung, was da alles auf mich zukommt. Es haben sich alles so Mühe gegeben. Ob das jetzt die Bürgermusik, dann mit diesem Stern. Also der Stern war sowieso, ich bin aus allen Wolken gefallen. Dann habe ich eine Goldmedaille gekriegt, die auch das erste Mal gegeben wurde von der Konditorinnung. Dann war die Salonkultur da mit Kali und der Sängerin von Mariza. Dann war, was haben wir denn noch alles? Ja, dann der Herr Dieter Neumann mit der Witwe von Herrn Willi haben mir ein wunderbares Gedicht gemacht. Also ich kann nur sagen, ich war so überrascht. Dann hat der Herr Lohmsonger noch mein Lieblingslied gesungen. Na, war das hier? Blicken wir ein bisschen zurück auf die vergangenen 70 Jahre, Frau Zauner. Sie absolvierten die Volksschule, dann kam das Gymnasium. Ja, zuerst habe ich einmal 4 Semester Sport gemacht. Das war eine Privatschule, allerdings mit staatlicher Anerkennung, dass ich nachher an den ganzen Schulen unterrichten konnte. Ja, und dann bin ich rausgekommen, habe eine Stelle gekriegt an der Schule meines Vaters, der ja dann auch wieder als Lehrer dort angestellt war in Kirchheim. Ja, und dann hatte ich leider einen sehr, sehr schweren Sportunfall, wo es also um mein Bein ging. Es ist fast dran gewesen, abzunehmen. Während Ihrer Zeit als Lehrerin kamen Sie zum ersten Mal nach Bad Ischl, ich glaube, um eine Cousine von Ihnen zu begrüßen bzw. zu besuchen. Naja, als Lehrer hat man halt ein bisschen mehr Ferien wie hier beim Zauner. Da bin ich dahergefahren und da sehen wir mal. Das ist eine nette Episode mit meiner Cousine an der Esplanade. Damals war es ja noch in Zaunerhänden, nicht verpachtet, vorbeigegangen. Naja, viel verdient habe ich als Lehrerin damals, weiß man ja nicht. Und da sind wir also an dem Zaun gestanden und haben auf die Esplanade runtergeschaut. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt gehen wir da auf einen Kaffee. Und da sagt meine Cousine, den kannst du dir nicht leisten. Da habe ich gesagt, aber trotzdem, auf ein Eis gehen wir jetzt trotzdem hinunter. Und da lernten Sie dann Ihren späteren Mann bereits kennen oder war das ein bisschen später? Oh nein,
da habe ich noch keine Ahnung gehabt von meinem Mann und auch nicht vom Zauner. Und ich sage ja, ich habe nicht einmal gewusst, was Zauner überhaupt ist. Das war Jahre später, wo ich dann hierher gefahren bin, noch einmal in Ferien. Da war ich 14 Tage oben und das war ein Zufall. Ich bin zu meiner Cousine eingeladen worden und die hatte das Haus voll mit Besuch. Und da hat mich die Frau Wiedemann dann bei sich im Nebenhaus liebevoll aufgenommen und hat gesagt, dann wohnst halt bei uns. Und dort habe ich dann bei meinem Mann kennengelernt, und zwar bei einem Dia-Vortrag, den ich gehalten habe mit meinen Bildern über das Schwabenland. Das hat sie interessiert. Naja, und dann kam halt mein Mann zufällig oder nicht zufällig, das weiß ich nicht, ob das nicht eingefädelt war, und kam mit hinein und hat einen Hund dabei gehabt. Und dann hat er gesagt, ich weiß nicht, habt ihr eine Ahnung, wo mein Kind da war, ist? Weil das waren damals noch zwei Pudeln. Und die Gretel, sie hat so verdächtig gegrinst. Das weiß ich eben nicht, ob da nicht irgendwas dahinter war. Bis heute nicht. Ja, da haben wir uns kennengelernt. Und es ist dann verhältnismäßig eigentlich schnell gegangen. Innerhalb eines halben Jahres war ich dann zu Weihnachten noch einmal da. Und da haben wir uns verlobt. Naja, und im April 1962 drauf, läuteten bereits die Hochzeitsglocken. Ja, es war dann im April drauf, haben wir dann geheiratet. Wie waren die darauffolgenden Jahre? Waren Sie gekennzeichnet von aktiver Mitarbeit bereits im Geschäft oder haben Sie eher die Rolle der Hausfrau wahrgenommen? Weder noch. Mein Mann wollte an und für sich eine Frau zum Repräsentieren. Also, du arbeitest nicht, du machst das nicht. Naja, und dann ist es aber so gewesen, dass ich gemerkt habe, damals die Frau Mitzi, ich war ja auch den Ischlern nicht willkommen. Einig schmeckte. Und da habe ich mir gedacht, bis ich da innen bissig, wie ich bin, nein, so nicht. Dann habe ich gesagt zu meinem Mann, nein, du, das halte ich nicht aus, ich kann nicht ohne Arbeit sein. So grüß Gott sagen und nur laufen und schauen. Das liegt mir nicht. Ich will es lernen. Und dann habe ich von der Picke auf, vom Stollenbandel binden bis nach vorne ins Geschäft, alles gelernt. Und ich muss sagen, zum Glück. Jetzt kam relativ bald schon der Tod Ihres Gatten. Ich glaube, das war 1971. Wie ging es dann weiter? Sie waren damals sehr getroffen vom plötzlichen Tod Ihres Mannes. Ja. Sie mussten auf einmal und plötzlich in die Rolle der Geschäftsführerin schlüpfen. Ja, und das war ja das Übel. Ich hatte ja keine Meisterprüfung. Ich meine, mit der Konditorei habe ich ja nichts zu tun gehabt, weil das war ja mein Mann. Und damals war schon der Sepp da, als kleiner Bimpf. Naja, klein war er nicht, er ist mit 8. Josef Ferner damals noch. Damals noch Josef Ferner. Und ich durfte ja als Witwe 2 Jahre den Betrieb hier als Witwenbetrieb führen. Aber was dann? Dann habe ich zum Glück den Herrn Notsch gehabt, der ja damals die Backküche geleitet hat als Backküchenleiter. Und ich muss sagen, ein wunderbares Team. Die haben mit mir gearbeitet, aber ich habe geglaubt, ich schaff's nicht. Denn das ist ein Jahr vorher mein Vater gestorben, dann mein Mann und gleich das Jahr darauf ist meine Mutter gestorben. Also ich stand plötzlich völlig alleine da. Ja, was tust jetzt? Hinschmeißen. Ich schaff's nicht. Und da muss ich sagen, also der junge Mann, der Sepp, hat gesagt, komm, packen wir's, wir schaffen's. Ich mach die Schule, machen wir's. Und der hat mir wirklich auf die Füße geholfen. Wir alle kennen Sie als sehr engagierte Geschäftsfrau, die nach wie vor zig Stunden im Geschäft verbringt. Acht gibt, dass alles so läuft, wie es laufen soll, ja. Federführend ist. Da gibt es eine Zeitung anlässlich Ihres Geburtstags, da steht das sehr genau drinnen, der Tagesablauf der Frau Gerdi Zauner. Wenn Sie sich jetzt beschreiben müssten als Chefin, wie würden Sie sich beschreiben? Ja, wie würde ich mich beschreiben? Ja, sehr streng. Ich kann sehr gutherzig sein, aber ich vertrage eins nicht. Und das ist, wenn man mich hintergeht oder anlügt. Bei mir kann man sagen, mir ist das und das passiert. Okay, jeder macht Fehler. Aber ich vertrage es nicht, wenn man irgendwo hintenrum und hinter vor sich arbeitet. Und da kann ich sehr streng und sehr böse werden. Und dann vor allen Dingen muss alles in Ordnung sein. Also auch meine Konditor fürchten mich ein bisschen.
ich bin gut zu Ihnen, wenn Sie alles in Ordnung machen. Aber es ist nicht, in so einem Betrieb geht es nicht anders. Da kannst du nur hergehen und sagen, so, Kinder, so ist das nicht in Ordnung. Zurück und es wird nochmal gemacht. Und das nächste Mal passiert es nimmer. Gibt es eigentlich bei den vielen Stunden, die Sie im Geschäft verbringen, noch ein Privatleben? Eigentlich nein. Ich habe mein Privatleben unter Anführungszeichen dem Zauner gewidmet. Gibt es Pläne für die Zukunft? Gesund bleiben. Und dass alles hier weiter ordentlich läuft. Sonst gar nichts. Wenn man jetzt noch einmal zurückschaut auf die letzten 70 Jahre, dann könnte man eigentlich es auf einen Punkt bringen. Und das heißt, I did it my way. Und wer könnte sonst schöner singen als unser Stadenor Lobensommer, der dies Jahr anlässlich ihres 70ers getan hat. Und ich glaube, das war der schöne Abschluss dieser 70er-Feier. Dazu möchte ich sagen, danke, Kalli, denn das ist mein Lieblingslied und er hat es gewusst. I took it all.